denn jetzt? Könnt ihr mich jetzt hören? Wunderbar. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Pilz, ich bin vom Deutschen Roten Kreuz. Mir wurde gesagt, der Moderator ist weg, also mache ich mal meine eigene Anmoderation. Sie haben heute sehr viele Vorträge gesehen, wir konnten sie mitbekommen, weil unser Stand ist direkt hinter Ihnen, die alle ganz glitzy sind und wo alles heiter flying ist. Und ich habe gesagt, ich mache das mal so, was man vom Deutschen Roten Kreuz erwartet. Das ist irgendwie ein bisschen altbacken und analog. Deshalb zeige ich Ihnen nur mal ein paar Slides, wie wir zu unserem Projekt gekommen sind und was das Deutsche Rote Kreuz mit virtueller Realität macht in der Aus- und Weiterbildung von ehrenamtlichen Sanitätern und Rettungssanitätern. Und die Relevanz dafür ist, wenn das funktioniert, das funktioniert nicht. Jetzt funktioniert es. Wie können wir bei einer großen Organisation wie dem Deutschen Roten Kreuz, 150 Jahre alt, und die meisten Leute haben sehr wahrscheinlich beim Roten Kreuz im Kopf Altkleider, Blutspende, Kita oder irgendwie so eine Geschichte und nicht virtuelle Realität. Wie können wir die Chancen von virtueller Realität in der Aus- und Weiterbildung beim DRK nutzen? Unsere Herausforderungen sind nämlich Personal, Nachwuchs. Wie können wir Ehrenamtliche halten? Wie können wir Ehrenamtliche neu gewinnen? Wie können wir die zeitliche Belastung, die Ehrenamt mit sich bringt, nicht nur durch Einsätze, sondern auch durch Training reduzieren? Das war unser Hauptziel. Und da geht es um die Rettungssanitäter. Und wir haben gesagt, wir machen das am besten mal mit dem, wie man es auch richtig vor Ort und begreifen kann, mit einem Simulator. Flugsimulator kennt jeder. Piloten werden ausgebildet seit Jahrzehnten mit Schlachtenland, Nacht und Nebel. Und keiner fragt sich heute mehr, ist der gut ausgebildet, wenn man einsteigt, sondern kriege ich eine Stulle und kriege ich mein Gepäck irgendwie da rein, ohne extra zu bezahlen. Und dieses Prinzip wollen wir übertragen auf Leben retten und haben gesagt, RTW-Simulator ist eigentlich genau das Ding, weil die Ausbildung braucht viel Zeit und Handlungssicherheit. Also sehr stupide Dinge, ähnlich wie Start und Land. Wo verorte ich die einzelnen Hilfsmittel in RTW? Muss ich das tatsächlich machen vor Ort? Muss ich dafür ein Fahrzeug außer Dienst stellen und der ist dann nicht bereit für Notrufe 112? Oder habe ich jedes Mal das Problem, dass ich die Ehrenamtlichen anreisen lassen muss, die zusätzlich dann ihre Freizeit wieder investieren, um ausgebildet zu werden, um dann eigentlich wieder ihre Freizeit zu investieren, um mich, sie, uns alle zu retten und zu versorgen, wann immer es nötig ist. Das ist erstmal ein unverschämtes Ziel. Wir haben keine Ahnung gehabt, wie wir das lösen, aber wir haben gewusst, dass wir es brauchen. Also haben wir gesagt, genau das ist das, was wir brauchen. Und dann haben wir angefangen, wie lösen wir das? Und oben rechts sehen wir den Ralf Hoffmann, Kreisgeschäftsführer der Nacht. Meine Frage ist erstmal, wie kriegt der große Auto in die kleine Brille? Und das war auch eigentlich unsere Frage. Dann haben wir gesagt, wir machen es mal mit Hausmittelchen. Wir besorgen uns einen 3D-Scanner und wir haben so ein Playmobil-Auto und scannen mal selber, ob wir das hinkriegen. Das ist natürlich so einfach nicht. Und obwohl Ehrenamt gute Sache ist, weil alle Kompetenzen sich da sammeln, weil die ehrenamtlichen Rettungssanitäter sind Studenten, Tischler, Dachdecker, Juristen, da kommt viel zusammen an Kompetenz und Skills, aber uns fehlt hier den Technik-Skill an der Seite. Dann haben wir das gemacht, was wir am besten können. Wir haben gesagt, wir kommunizieren mal und wir tragen das mal in die Breite. Das ist unser Problem. Wir haben ein Playmobil-Auto, das wollen wir als erstes scannen, aber eigentlich haben wir einen riesen RTW, der muss in den Simulator. Und darauf haben sich dann Dinge entwickelt, weil da kam die Uni, die Hochschule Magdeburg-Stendal und sagt, wir haben ein super Projekt, das ist aber für die Freiwillige Feuerwehr. Unser Problem ist, wir haben niemanden, der das ausprobiert. Die sagen, super, wir haben unwahrscheinlich viele motivierte Leute, nämlich unsere Ehrenamtlichen, wir probieren euer Feuermodul, wenn ihr uns ein RTW macht. Die sagen, okay, super, und wie der das macht, sehen Sie ja. Wie isst man eine Kuh, Stück für Stück, wie digitalisiert man RTW, Pixel für Pixel, der hat tausende von Fotos gemacht, funktioniert, aber langwierig, ein wahnsinnig anstrengender Prozess. Da haben wir gesagt, okay, wir sind schon mal einen Schritt weiter, weil wir sind am Anfang, jetzt kommunizieren wir das auch wieder und machen mal das Prinzip, was Sie alle kennen. Sie rufen 112 und wir kommen ungefragt und retten. Da haben wir gesagt, jetzt können wir vielleicht das Prinzip mal umdrehen und sagen, jetzt machen wir mal den umgedrehten Notruf. In die Gesellschaft, in die Unternehmen, die Kompetenz haben, die Ressourcen haben, das Geld haben, aber auch vielleicht morgen oder gestern oder wann auch immer mal Hilfe braucht und gerettet werden muss. Dann haben wir gesagt, Notruf, hallo HTC, wir haben eine super Idee, gibt wahnsinnig viele Karma-Punkte, wenn ihr uns unterstützt. Wir haben einen super Use Case, Zivilgesellschaft nutzen ist mega,
Wir brauchen Headsets. Nicht auf Rechnung, einfach nur mal schicken. Haben die auch 3 Tage später gemacht. Dann haben wir das gleiche gemacht bei Elan Geosystems. Wir haben einen Studenten, der wird dann wahrscheinlich nie zu seiner Masterarbeit kommen, weil der Fotos macht wie blöd, um ein 3D-Modell zu erstellen. Aber ihr habt super Scanner. Das wäre mal eine Basis für ein 3D-Modell. Und dann können wir weiterschauen. Und so sind wir durchgegangen und die Liste ist extrem lang. Den Großteil der Liste sehen Sie hinter sich bei uns an der Wand. Ups. Und dann waren wir schon mal einen Schritt weiter, weil dann konnte man auf einmal den RTW mit 2, 3 Shots mit einem Scanner digitalisieren. Das haben wir dann auch wieder kommuniziert. Und dann kam eigentlich dann mit unserem Projekt innerhalb von 5 Monaten von der Idee, von einer Comiczeichnung zu einem funktionierenden RTW-Simulator gebracht hat, den Sie gerne bei uns gleich am Stand ausprobieren dürfen. Das will ich jetzt hier gar nicht zeigen. Ich will wirklich jetzt den Probe fahren. Das ist immer so ein bisschen so, neues Auto, Prospekt, neuer, ist nett, aber wenn man einen Schlüssel hat und darf einmal um den Block, dann ist das eine geile Sache. Und genau das Gefühl möchte ich Ihnen vermitteln, und zwar drüben bei uns am Stand, nicht hier auf der Bühne. Aber jetzt kommt Dominik Fehling, der ist nämlich einer von denen, die unsere Tweets und unsere Geschichte so ein bisschen mitverfolgt haben. Er hat dann gesagt, okay, brauchst gar keinen Notruf absetzen, ich melde mich mal so bei euch. Ja, vielen Dank, Thomas. Genau, ich bin Dominik Fehling von der Uni Wuppertal, dort wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe über die letzten paar Jahre auch mal irgendwas mit VR gemacht, wie das in der Regel so auch an Unis anfängt. Und ich dachte mir, ja, ich habe jetzt ein Forschungsprojekt, das geht jetzt so langsam zu Ende, da könnte man mal einen Abschlussbericht veröffentlichen, habe diesen auf Twitter geteilt und darauf hat sich dann der Thomas gemeldet. Und das so innerhalb von 5 Minuten, das ist ein bisschen erstaunlich, so eine Response-Rate haben wir normalerweise nicht, wenn wir evaluieren und Transfermaßnahmen machen. Und dann hat sich herausgestellt, dass der auch aus Wuppertal kommt, da wo meine Uni angestellt ist, angesiedelt ist, und haben gesagt, Jörg, cool, wir können ja zumindest mal gucken, das muss jetzt noch nichts Spruchreifes sein, wir können ja erstmal gucken, was für Anforderungen es denn gibt, was braucht man denn eigentlich, um sag mal, einen virtuellen Rettungswagen zu machen, in dem ausgebildet werden soll. Ich selber bin nicht ehrenamtlich im Rettungsdienst, ich habe keine Ahnung, wie gerettet wird, was man dazu braucht, wie so ein Rettungswagen von innen aussieht, habe ich vorher auch nie gesehen. Und da haben wir uns dann erstmal zusammengesetzt, eine Woche oder 2 später, und dann mal kurz demonstriert, was wir gemacht haben. In unserem Forschungsprojekt haben wir nämlich auch ein Werkzeug geschaffen, um Inhalte in Virtuality darzustellen und mit diesen zu lernen. Das ist das Projekt Social Virtual Learning. Das gibt es schon ein bisschen länger. Von 2013 bis 2019 lief das. Und dann haben wir festgestellt, ja, so viel fehlt da ja eigentlich nicht mehr. Eigentlich fehlt nur noch ein 3D-Modell von so einem RTW. Weil die Werkzeuge, die Technik, die Brillen gibt es kommerziell am Markt, die Software funktioniert so halbwegs, die wir entwickelt haben. Wie können wir denn jetzt vorgehen, um daraus etwas zu machen, was so schnell wie möglich und wirklich so schnell wie möglich in der ehrenamtlichen Ausbildung eingesetzt werden kann? Und da war der Thomas, dadurch, dass er das jetzt so salopp formuliert, einfach mal auf die Hersteller zugerannt ist und geguckt hat, wer denn mitmacht, tatsächlich sehr schnell bei Daten, mit denen man arbeiten kann. Ich sage, arbeiten jetzt mal eingeschränkt, weil zum Beispiel diese Aufnahmen, die er gezeigt hat, die mit der Leica-Kamera gemacht wurden, 16 GB groß waren, eine Punktwolke mit 100 Millionen Punkten, Einzelpunkten, alle mit Farben und Positionswerten. Da hat da mein Rechner schon mal das Wochenende rechnen müssen, um diese Datei überhaupt zu öffnen. Da war dann erstmal klar, nee, also die kriegen wir jetzt erstmal nicht auf die Brille. Da müssen wir doch noch ein bisschen mit arbeiten, haben das Ganze dann versucht, so wie wir das in unserem Projekt halbwegs etabliert haben, unsere Pipeline zu quetschen. Wir haben uns in den Jahren, wo wir Virtuality gemacht haben, diesen Workflow erarbeitet, wissen so ungefähr, wie man von einer Grundidee zu einem 3D-Modell kommt, zu Lerninhalten, die in AR und VR gelernt werden können, und haben dann gemerkt, eigentlich brauchen wir die ersten beiden Schritte, also die Überlegung nicht, die hat das Rote Kreuz schon gemacht. Wir müssen uns nicht überlegen, wo wir Cut-Daten oder sowas herkriegen, weil wir haben ja schon die 3D-Scans. Wir müssen eigentlich nur noch machen. Und das ist diese Mentalität, die, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass das Projekt von dem virtuellen Rettungswagen so schnell starten und in die Praxis gehen konnte. Wir konnten direkt einsteigen und diese Dateien bearbeiten.
direkt, weil wie gesagt, diese 16 Gigabyte kriegen wir nicht direkt in die Brille. Und selbst wenn wir die jetzt runterrechnen, daraus eine Geometrie erzeugen aus einer Punktwolke, dann ist die ja irgendwie starr. Da können wir uns die angucken, wir können uns auch darin bewegen und den virtuellen Rettungswagen erkunden. Wir können aber zum Beispiel keine Schublade aufmachen, weil hinter der Schublade hat die Kamera ja mit Sicherheit nichts gesehen, weil durchgucken kann sie auch nicht. Das heißt, da war der Grundgedanke, wir wissen jetzt, wie der RTW von innen aussieht, wir möchten aber gerne, dass das Ganze auch interaktiv ist. Die Bestückung, also wie das Ganze aufgebaut ist und wo jetzt zum Beispiel Spritzen, wo Infusionsbesteck und ähnliches liegen, ist, wie ich gelernt habe, größtenteils standardisiert. Wir müssen nur noch schauen, dass wir diese Inhalte dann auch noch interaktiv gestalten. Das heißt, wir haben das, die Punktwolke genommen, quasi als Blaupause und die dann weiterentwickelt. Und da ich an der Uni arbeite und in der Uni in der Regel immer Probleme mit Budget herrschen, mit Open Source, in dem Fall mit Blender, aus der Punktwolke ein 3D-Modell erstellt, alles im Ehrenamt, also neben der wissenschaftlichen Alltagsarbeit, mit der ich so konfrontiert bin, und dieses Objekt dann aufbereitet und in unserem Werkzeug in Social Virtual Learning importiert und da dann quasi aufgespielt. Und das ist das, was man drüben auf dem Stand sieht. Wir haben jetzt, mit der Technik gibt es eigentlich immer Probleme, gerade wenn das so eine Demo-Session hier ist, die in den Vortrag eingebunden ist. Da drüben wissen wir, dass es funktioniert. Deshalb sind Sie da herzlich eingeladen, das auszuprobieren. Wenn man diesen RTW jetzt komplett durchlaufen kann, man kann Schubladen aufmachen, noch ist nichts drin. Das, was an Bestückungsmaterial drin ist, diese Tausenden von Einzelteilen, die da drin sind, die kommen gerade noch. Aber zumindest kann man das Ganze schon mal erkunden. Und damit können in einem ersten Schritt die, die jetzt in der ehrenamtlichen Ausbildung sind, zumindest kennenlernen, wo werden Dokumentationsunterlagen aufbewahrt, welchen Schrank muss ich aufmachen, wenn ich im Ernstfall mal eine Kompression anlegen muss und ähnliches. Genau, und das ist so der allgemeine Schritt, den wir von der Uni geleistet haben. In der Zeit, danke Dominik, in der Zeit, wo Dominiks Rechner rauchte und dieses 3D-Modell erstellte, haben wir natürlich nicht die Füße hochgelegt und gewartet, sondern gesagt, was können wir sonst noch machen? Und das, was wir sonst brauchen, sind ausgefallene Einsatzszenarien. Bei uns werden die Leute ausgebildet für die Superkatastrophe, aber wenn man dann mal rausgerufen wird, ist der verstaubte Fuß, ja, der Splitter im Finger, all diese Dinge, alles wichtig, wird alles gemacht, alles super, aber eigentlich sind die Leute da, die brennen da drauf, mal die Katastrophe mit irgendwie retten zu können, aber wie oft kommt die vor? Dafür werden beim DRK und bei den Schwesterorganisationen sehr aufwendige Übungen gestaltet und wir haben gesagt, wir machen unsere eigene Übung. Wir warten nicht darauf, dass der Regierungspräsident sagt, hier sind Mittel und hier ist dies und jenes. Auch wieder Zivilgesellschaft organisiert. Der Kfz-Betrieb, der schon mal die eine oder andere Beule aus unseren Einsatzfahrzeugen rausdengelt, der hat gesagt, das ist eine super Sache, unterstütze ich, könnte meine Werkstatt haben. Altes Auto haben wir auch noch. Dann haben wir ein Unfallszenario kreiert, was relativ selten ist, nämlich zwei Schrauber, ein Azubi, zack, Azubi unten am Auto. Klassische Erste-Hilfe-Situation. 112. Man versorgt erstmal die verletzte Person, dann kommt aber die Feuerwehr und der Rettungsdienst, das ist eine kombinierte Geschichte, haben wir aufgenommen aus vier verschiedenen Richtungen mit ziemlich komplexen 360-Grad-Kameras, sodass wir wirklich jeden Winkel haben, hinterm Auto, vor dem Auto, eine kommt von der Decke runter und wir haben jetzt Trainingsmaterial, was zu jeder Zeit benutzt werden kann, immer auch von denen, die auf solche Einsätze brennen. Die können das jetzt schon mal erleben. Wie fühlt sich sowas an? Wie hört sich sowas an? Wie ist das, wenn man da hinkommt und sagt, ich weiß ja, wie man Leben rettet, aber auf einmal sind da 10, 12 Leute mehr. Und die haben erst mal Sagen, weil die Feuerwehr schreit erst mal rum, was gemacht werden muss, damit nicht noch mehr Leute gerettet werden müssen. Und diese Szenarien arbeiten wir so auf, auch mit einem Partner von uns, der uns unterstützt, dass unsere Ehrenamtlichen lernen, solche Szenarien sich selbst auszudenken, die selbst zu bearbeiten, die auch selbst zu filmen und dann mit einem Tool hier von Mobfish, VR-Studio, mit einem Online-Editor in eigener Form auch ihre eigenen Inhalte kreieren. Also wir möchten nicht nur, dass sie so trainieren, sondern wir bilden sie aus und befähigen sie auch in ihren Dienstabenden, in den Bereitschaften, wo sie sind, ihre eigenen Inhalte mitzugestalten. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, die sehr viel Fahrt aufgenommen hat. Und in der Zeit, bis das 3D-Modell durch den Blender war, hatten wir ein paar Szenarien, die sich da drüben gleich auch angucken können, wo sie erleben, wie funktioniert das denn, wenn da mal richtig Tabula Rasa ist, für einen 112-Anruf und dann eben halt zwei Feuerwehrautos kommen und nicht nur eine Rettungssanitäter mit einem Pflasterkopf. Das Gleiche machen wir mittlerweile im DRK für
quasi jeden Bereich, den den Wohlfahrtsverband abdeckt. Teilhabe, virtuelle Barrierefreiheit, Mehrgenerationenhäuser, Tagespflege, all diese Dinge, die mit virtuellen Tools unterstützt werden können. Die Oma, die nicht mehr aus dem Haus kommt, um den alten Schrebergarten im anderen Stadtteil zu sehen, kann man so wieder näher bringen. Der Opa, der mal wieder an den Timmendorfer Strand will, aber irgendwie passt das nicht und dann geht nicht dahin zu kommen. Der Opa, der da oben sitzt, ist der Herr Vogelsang, der hat uns mal bei einer Rettungsübung geholfen. Der Film ist auch da drüben zu sehen. Und wir haben ihm als Dankeschön nochmal Emden, seine Heimatstadt, nach Herford gebracht, weil er kommt ja nicht mehr hin. Der ist 92 Jahre, der muss tatsächlich einfach mal die Woche vom Rettungsdienst gerettet werden. Der ist mental völlig fit, aber körperlich nicht mehr so, dass er selbst mit so einem Wünschemobil nach Emden gebracht werden konnte. Also haben wir als Dankeschön gesagt, prima, Quartiersentwicklerin fährt am Urlaub eh an Emden vorbei, auf dem Rückweg auch. Wir machen mal eine 360 Grad interaktive Bildergeschichte. Diese Dinge sind mittlerweile im DRK auch richtig etabliert. Die Quartiersentwickler werden da ausgebildet und können das in alle Kreisverbände tragen und sind alle befähigt, diese Dinge selbst zu tun. Und wer jetzt Lust hat, in Anführungsstrichen RTW zu fahren, den sie nicht fahren dürfen, aber sie können tatsächlich auch ins Führerhaus, den lade ich herzlich ein, das drüben auszuprobieren. Das geht einmal mit einer Kabelversion und damit tatsächlich Zeitersparnis funktioniert, haben wir eine ganze Reihe schnurlose Dinger, die geben wir unseren Leuten noch mit nach Hause. Da können sie zu Hause am Sofa machen, die sind steuersicher, also kein Internet, kein Nix. Da können sie mit am Strand im Strandkorb sitzen oder aber im Funkloch. In Ostwestfalen gibt es eine ganze Menge davon. Ist also super tauglich und ich gehe wirklich herzlich ein, probiert es aus. Genau den Weg. So.